heute wieder eingeschaltet hast. Herzlich willkommen zu diesem Vlog. Ich weiß noch gar nicht, worum es thematisch in diesem Video gehen soll. Das kannst du jetzt ja schon mal der Videobeschreibung entnehmen. Ich nehme dich auf jeden Fall mit durch meinen Alltag mit Emil und muss die Kamera etwas komisch halten, denn ich finde mein Stativ nicht mehr. Das ist ein bisschen blöd. Ich wollte jetzt noch mal auf die Suche gehen und dann fahre ich los einkaufen. So, ich war kurz einkaufen und habe Pfand weggebracht. Jetzt fahre ich kurz einer Freundin Geld vorbeibringen. Wir waren am Sonntag in der Stadt unterwegs, also nur was essen. Und ich hatte einfach mal eiskalt mein Portemonnaie nicht dabei. Das kriegt sie jetzt von mir noch in den Briefkasten geschmissen, weil ich aktuell keine Überweisungen tätigen kann, weil ich mein TAN-Verfahren irgendwie nicht mehr aktiviert habe. Und dann fahre ich kurz bei meiner Mama vorbei. Dann wollte ich gerne noch schauen, ob ich vielleicht bei Fressnapf oder irgendwo anders gutes Katzenfutter bekomme. Dolly, unsere Streunerkatze, ist in letzter Zeit viel öfter bei uns als üblich. Schläft auch manchmal ab und zu ein Ründchen bei uns. Ich weiß nicht, ob es jetzt am Wetterumschwung liegt oder ob sie einfach auch alt wird. Ich glaube, gesund ist sie soweit. Sie ist auf jeden Fall wie eine Weltmeisterin. Und das Futter, was ich ihr bisher immer angeboten habe, war vom Rewe. Das ist jetzt aufgebraucht. Ich wollte mal schauen, ob ich ein... Oh Gott, ich muss die Kamera jetzt wegstellen, ob ich ein hochwertigeres finde. Also Vloggen beim Autofahren ist gefährlich. Ich mache das aus. Emma hilft mir beim Auspacken meiner Geschenke. So, ich bin mit der alten Dame gerade noch eine Runde Gassi. Emma, du läufst merkwürdig. Denkst du, kriegst ein Leckerchen, ne? Ich bin wieder zu Hause und meine Socke ist gerissen. Stylisch. Ich war ja gerade bei meiner Mutter und da ich sie an meinem Geburtstag nicht gesehen habe, habe ich heute meine Geschenke bekommen. Und hier ist das, wie nennt sich denn das jetzt nochmal? Nicht Scheinwerferlicht. Moment. LED-Lichtring mit Licht zum Filmen dabei und mit Stativ. Den habe ich mir gewünscht, weil ich ja im Herbst und Winter hauptsächlich im Dunkeln vlogge und einfach ein gutes Licht brauchte. Ich habe immer Probleme hier in der Wohnung mit den Lichtverhältnissen. Und ich bin sehr gespannt, habe auch noch viele schöne andere Sachen bekommen und werde das gute Stück jetzt einmal aufbauen. So, es ist der nächste Tag. Ich mache gerade den ultimativen Test, in dem ich hier alles dunkel gemacht habe. Es ist echt krass, wie hell dieses Licht ist. Es ist noch dimmbar und gerade gar nicht auf voller Power. Ich drehe mal. Boah, aua. Das ist sehr hell. Aber von weitem ist es okay, man darf sich denn nicht zu nah davor stellen. Und das Einzige, was mich ein bisschen irritiert, ist, dass ich in meiner Pupille die ganze Zeit das Ringlicht spiegelt. Aber vielleicht kann man das noch irgendwie anders machen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es sehr cool, um jetzt im Herbst und Winter Emils Nagarium und Auslauf auszuleuchten. Und ich freue mich sehr darüber. Ich zeige dir das Modell nochmal ganz kurz und dann werden wir eine Radtour machen. Es ist super schönes Wetter draußen, deswegen möchte ich auch unbedingt so schnell wie möglich die Rollladen wieder hochmachen und das Ding hier ausschalten. Hier siehst du das gute Stück nochmal. Der Hersteller heißt so. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Und du hast nochmal für diesen Ring verschiedenfarbige Abdeckungen. Das macht warmes Licht. Und ich habe noch durchsichtig weiße, die dann weißes Licht machen. Wie teuer das Teil ist, kann ich dir nicht sagen und will ich auch nicht rausfinden, weil ich es geschenkt bekommen habe. Aber ich denke, wenn du das eingibst, dann kommst du auf die Herstellerseite. Ich habe heute Morgen entdeckt, dass Emil sich zu einem
Laufradpinkler entwickelt hat. Das hat er früher nie gemacht. Auch auf sein Brettchen hat er gepüschert. Muss mal schauen, ob ich das mit lauwarmem Wasser wieder rauskriege und ob ich die Innenseite des Laufrades mal lackieren sollte, damit das nicht so schnell einzieht und das Zubehör beschädigt. Was stimmt mit dir nicht, Emil? Wieso bist denn du um 10:30 wach? Ich hab's gerade knuspern gehört. Sitzt er da ganz genüsslich und knackt seinen Flachs. Emil, wirst du langsam senil? Es ist Schlafenszeit, hm? Emil trinkt noch ein bisschen und geht dann hoffentlich wieder in sein Bettchen da. Mein Akku ist jetzt leer. Ich muss mal die Kamera laden. So, ich räume jetzt die Küche auf und dann fahren wir los. Bis später. Ich wollte dir hier einmal ein weiteres meiner Geburtstagsgeschenke zeigen, mit dem ich Emil jetzt nicht nur sein Frischfutter für heute, sondern auch das für die nächsten 2 Tage vorbereiten werde. Das wirkt jetzt wie so eine schäbige Produktplatzierung, ist es aber gar nicht. Ich habe den Nicer Dicer Chef bekommen, weil ich ihn mir gewünscht habe, und zeig dir einmal, was du damit Cooles machen kannst. Das Ganze ist hier eine Aufbewahrungsschale, auf der ein Deckel sitzt, der alles so klein schneiden kann, wie du es möchtest. Und zwar hast du verschiedene Gemüseeinsätze oder Schneideeinsätze. Ich benutze es halt für Gemüse. Kannst jetzt zum Beispiel diese Größe wählen, damit du Gurken, Tomaten oder Paprikastückchen, was auch immer du reintun möchtest, in dieser Mini-Würfelform bekommst. Legst das Gemüse drauf, drückst das hier zu und die Würfelchen kommen unten rein. Ich zeige dir das jetzt einmal. Es gibt ganz viele andere Aufsätze hier noch. Etwas größere Würfel. Hiermit kann man Streifen schneiden. Das ist ein Spiralschneider für zum Beispiel Möhren oder Zucchini-Spiralen. Kann man dem Hamster auch mal was Schönes mitmachen. Das hier ist so eine herkömmliche Reibe. Das auch. Und ich glaube, das hier ist zum Festhalten, glaube ich, dass man sich nicht verletzt, wenn man irgendwas reibt. Ein sehr cooles Ding, das ich in anderen Vlogs gesehen habe und unbedingt mal ausprobieren wollte, einfach für mich, weil ich super oft Salat esse, aber vor allem auch für Emil. Ich arbeite jetzt nur mit diesem Aufsatz, das heißt, der Rest kommt erstmal zur Seite und nehme dich jetzt mal im Zeitraffer beim Schnippeln mit. Das Obst und Gemüse muss natürlich trotzdem vorher bei Bedarf geschält und natürlich immer gewaschen werden. Ich habe jetzt hier schon mal ein paar Möhren geschält und vorbereitet. Hier ist grüne Paprika, hier ist Gurke und wir schnippeln das Ganze jetzt ganz flott zusammen klein. Meine erste Runde an Zutaten fertig gewürfelt und so sieht das Ergebnis aus. Es macht mich richtig glücklich, wie symmetrisch die ganzen Stückchen sind. Schau nur, wie schön. Ich werde jetzt noch Salat dazu machen, dann die Hälfte in eine Tupperdose füllen, damit ich den Meal Prep für Emil für die nächsten 3 Tage habe und die andere Hälfte mit Dressing und Schafskäse anmachen und dann als Salat verspeisen. Mahlzeit 1 ist fertig und Emil wird, denke ich mal, eine Stunde wach. Ich stelle das Ganze schon mal in sein Lagarium. Die Tupperdose kommt jetzt hier in den Kühlschrank, Gemüsefach. Natürlich hält sich das Ganze trotzdem nicht ewig. Ich würde, gerade wenn wässrige Sachen wie Tomate, Gurke dabei sind, das Ganze innerhalb von 2 bis 3 Tagen verfüttern. Was auch eine praktische Idee ist, wenn du zum Beispiel siehst, dass die Möhren nicht mehr lang gut sind, du die aber noch wegkriegen möchtest, kannst du sie im Nicer Dicer klein machen und dann eintuppern und hier ins Gefrierfach tun. Dann sind die Möhren eingefroren, bleiben frisch und du hast sie schon in kleinen Stücken, wenn der Hamster wieder Hunger hat. Mein Abendessen ist auch fertig. Ich würde sagen, guten Appetit und wir sehen uns morgen wieder oder gleich, falls Emil noch wach wird, bevor ich schlafen gehe.
ist jetzt schon einige Tage später. Ich hatte eigentlich vor, noch Szenen mit Dolly zu drehen, also unserer Streunerkatze hier. Aber die ist jetzt seit über 9, sogar fast 10 Tagen einfach nicht mehr bei uns gewesen. Und ich habe sie auch nicht gesichtet. Ich hoffe, es geht ihr gut. Ich habe ihr tatsächlich auch kein Futter mehr gekauft. Das hatte ich ja berichtet, als ich im Auto saß zu meiner Mama. Und ich war dann so lange bei ihr, dass ich es komplett vergessen habe. Das heißt, sie hätte gerade eh nichts zu essen. Aber ich habe noch die Chance, durch eure Kommentare vielleicht herauszufinden, welches Katzenfutter geeignet oder gut ist, damit ich ihr da was Schönes kaufen kann, wenn sie das nächste Mal vorbeikommt. Ich räume hier gerade noch meine Klamotten ein. Ich habe nämlich zum Geburtstag mir auch etwas Neues gegönnt bei Abercrombie in Düsseldorf. Einmal diesen Blazer hier und diesen mega schönen Rock. Also ich finde ihn sehr schön. Es ist nur leider einfach immer so teuer dort. Früher habe ich die Sachen immer um 50% reduziert bekommen, weil ich bei Hollister gearbeitet habe. 3 oder sogar 4 Jahre, ist aber schon lange her. 2012, als damals der Laden in Bonn eröffnete. Und ich habe auch immer noch hier so ein paar Überbleibsel der Mitarbeiterkleidung an. Ich bin immer noch sehr committed. Und tue mich jetzt echt ein bisschen schwer, die neuen Sachen dort zu kaufen, weil die auch so teuer sind. Und ich finde, die Sachen bei Hollister sind jetzt auch nicht mehr so meinem Alter entsprechend. Ich bin ja nun auch 28 geworden und gehe stramm auf die 30 zu. Aber bei Abercrombie finde ich immer sehr schöne Sachen. Den Spaß räumen wir jetzt mal weg. Und dann gebe ich dir noch ein kleines Update zu Emil und seinem neuen Abenteuerstreu, was ich bei Zozaya gekauft habe. Ich habe das Bedding noch nicht ausprobiert und werde das jetzt einmal hier in Emils Buddelbox füllen. Boah, das riecht so erdig. Ich juckt es davon richtig in der Nase. Ich habe ein bisschen Angst, dass da irgendwelche Krabbelviecher noch mit drin sind oder im schlimmsten Fall Spinnen. Wir machen das jetzt mal auf. Ich glaube, ich muss mein Handtuch umhängen, damit ich mich nicht staubig und sandig mache. So, viel besser hier mit meinem Lätzchen. Ich wollte noch zu Emil erzählen, dass ich echt das Gefühl habe, dass er langsam ein bisschen altert. Also seine Aufstehzeiten haben sich komplett verändert. Er wird frühestens so um 10, halb elf wach. Und er ist auch einfach gar nicht mehr so aktiv wie früher. Er ist jetzt 1 Jahr und 6 Monate bald alt. Er ist ja Ostern 2019 auf die Welt gekommen. Ich glaube, letztes Jahr war Ostern Ende April. Also ist er noch nicht ganz 1 Jahr und 6 Monate alt. Und man merkt ihm sein Alter schon deutlich an. Boah, das riecht echt intensiv nach Wald und Erde. Ich tue ihm mal ein bisschen was drauf. Ich hoffe einfach, dass mir nichts entgegenkrabbelt gleich. Oh, mich kribbelt schon überall. Ich muss sagen, die Elemente hier sind auch ein bisschen feucht. Ich glaube, dass ich jetzt erstmal gar nicht mehr drauf tue, sondern diesen Beutel erstmal einfriere, damit da nichts schimmelt so schnell. Mir läuft jetzt irgendwie voll die Nase von dem Zeug. Ich stelle es mal in den Auslauf und werde im nächsten Video auf jeden Fall berichten, wie Emil das Überstreu bzw. dieses Desert Bedding gefällt. Ich habe mein Stativ übrigens immer noch nicht wiedergefunden, deshalb wird mein Arm hier gerade ein bisschen lahm. Aber ich habe ja zum Glück, wie auch schon im letzten Video gezeigt, meine Harry Potter Sammlung. Und ich fand es so lustig, dass, wer war denn das von euch? Ich glaube, die Nordseenasen geschrieben haben, dass sie auch für Fotos, die sie von ihren Tieren machen, die Harry Potter DVD-Sammlung gerne mal als Stativ zweckentfremden. An dieser Stelle beende ich auch diesen Vlog. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Lasst mir wie immer sehr gerne ein Like, einen Kommentar und auch ein Abo da. Wir werden mittlerweile immer mehr. Bald sind wir sogar schon 400. Da freue ich mich sehr drüber. Okay, jetzt hat gerade der Paketbote meine Verabschiedung gecrashed. Schau auf jeden Fall auch sehr gerne bei Instagram vorbei. Den Namen blende ich dir hier einmal ein. Ansonsten habe ich auch schon eine neue Videoidee und würde einfach mal sagen, bis ganz bald. Tschüss!